Ach, das Spiel ist so schön. Obwohl die Texturen halt wirklich noch alt sind und so. Es macht unglaublich viel Spaß. Ich hoffe, meine Festplatte hat überhaupt noch Platz, so lange wie ich schon aufnehme. Ich werde jetzt noch ein paar Quests machen. Dann werde ich auch aber erstmal Schluss machen und muss rendern. Rendern, 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 was das Zeug hält. Hier mal rein. Sehr schön. Meine Kinder sind vom Schwimmen nicht zurückgekehrt. Ich mache mir große Sorgen. Leider bin ich zu müde, um sie selbst zu suchen. Wieder so eine Mission. Das hatten wir ja schon in der ersten Welt. In Ordnung, ich gehe nach Hause. In Ordnung. Stimme, oh mein Gott. Wie aus einer schlechten Anime-Synchro aus Deutschland. Was ist denn da los? Die Kickers oder was? In Ordnung, ich gehe nach Hause. In Ordnung, ich gehe zum Fußballtraining. Die Serie war gut. Als Kind habe ich sie geliebt, aber ich gehe nach Hause. Die deutschen Synchros, die waren ja mal mega schlecht. Nein. Da lang, da lang. In Ordnung, ich gehe nach Hause. Sehr gut. In Ordnung, ich gehe nach Hause. Das war's, ich helfe dir sogar beim Nachhause gehen. Geht das alles ein bisschen fixer? In Ordnung, ich gehe nach Hause. Guck mal, die laufen sogar durch den Zaun. Der Zaun bringt null. Wupp. Das ist halt wirklich nur Deko, ja. Kannst du eigentlich wegreißen und zu Holz verarbeiten. Danke, dass du meine Kinder zurückgebracht hast. Wunder des Riesenwuchses, das ist interessant. Könnt ihr mal sehen, wie er aussehen würde, wenn er erwachsen wäre. Bam, bam, bam. Also, das ist schon ein ordentlicher Tiger, oder? Das ist so cool. Genau, friss einfach einen Baum. Was für ein Buddy er hat, ja. Natürlich das Auge als Tattoo. Beste. Naja, kackt in den Wald. Ich will gar nicht wissen, was das für eine Wurst ist. Holy moly! Digga! Mit dieser Wurst! Tschüss! Damit kann man Sachen zerstören. Warte mal. Wenn ich das jetzt hinlege, als Dünger. Ehrlich gesagt war meine Kreatur noch nie so groß. Also ich kenne den Zauber, aber sie war von Natur aus noch nicht so groß. Weißt du was, ich gebe jetzt mal einen richtig großen Felsen. Haben wir hier irgendwo so ein richtig gigantisches Teil? Nein! Wir müssen. Ja. Digi, gar kein Problem für dich, nimm mal. Ich damit jetzt vielleicht Stärke auf 100% bringen. Oh, wie Buddy er ist. Ja. Okay, jetzt wird er klein. Und jetzt ist es ein bisschen verbuggt. Das ist 97% klar. Naja, schlaf du dich mal aus. Wir gucken hier mal nach neuen Quests. Hier haben wir keine.
Hier haben wir keine. Hier haben wir eine. Ich habe ein uraltes Rätsel für dich. Wenn du es löst, wird deine Macht unermesslich sein. Lege etwas in den Ring, das in den Nächten heult. Etwas Heißes. Etwas Typisches von deiner Kreatur. Dann musst du alles schützen. Du musst alles gleichzeitig im Ring des Lebens ablegen. Klopfe an meine Tür und ich sage dir die Hinweise. Oh, die Musik ist so cool in dem Spiel. Klingt vielversprechend. Ich bin gespannt, wie unser Lohn aussieht. Ich kann mich schon ungefähr vorstellen. Etwas von meiner Kreatur. Hier habe ich ein Kackehäufchen als Dünger. Etwas, was brennt. Das ist mein Land. Verschwinde! Da bin ich aber nochmal sicherheitshalber ein bisschen vorsichtiger und nimm nochmal... Oh, wie sieht denn eigentlich der Stein hier aus? Die tanzen da noch rum. Der hier ist voll, das wissen wir. Ja, genau. Jetzt packe ich zwischen die Bäume nochmal einen Stein, weil Steine brennen auch in dem Spiel. Das Häufchen lege ich mal weiter so hin. Etwas, was in der Nacht heult. Bin auf der Suche nach Wölfen. Also nicht den Wolf von Letus, sondern normale Wölfe gibt es ja auch. Ich weiß aber leider nicht, wo sie sind. Die sieht man auch nur, wenn man näher ranzoomt. Egal, vielleicht finden wir ja gleich noch welche. Hier in dem Dorf haben wir jetzt keine. Oh, wieder Holz. Strukturinventar. Hoch leben die Wikinger! Nicht, weil die so viel reparieren mussten. Strukturelementar. Hoch leben die Wikinger! Naja, wir machen erstmal die Quest. Vielleicht finden wir ja noch Wölfe. Einige Dorfbewohner werden vermisst. Ich glaube, diese Fremden sind dafür verantwortlich, Herr. Fuck ist das? Daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Sei gegrüßt! Wir sind einfache Reisende, die einen Zirkus gründen möchten. Wir möchten Tiere dressieren, damit wir alle Dörfer dieses Landes unterhalten können. Treibe wilde Tiere in diesem Feld und wir werden uns um sie kümmern. Ein Zirkus. Was ist das? Schweine? So sehen auch keine Schweine aus. Was ist das? Was ist das? Soll das Löwen darstellen? Lol. Ich dachte, das sind Schweine. Das ist ein wildes Tier. Mann! Für dieses seltene Tier gebe ich dir 2 Sklaven. Okay. Ich könnte die Sklaven auch einfach so nehmen, ja. Wahrscheinlich ist das gerade der gute Weg, den ich wähle. Aber hey, warum nicht? Mann, für dieses seltene Tier gebe ich dir 2 Sklaven. Das ist alles, ich pack die da einfach rein und... Okay. Ich meine, ich beschwere mich nicht. Mann, für dieses seltene Tier gebe ich dir 2 Sklaven. Wir haben bereits viele Tiere dieser Art, Allmächtiger. Ich fürchte, aus der Bezahlung wird nichts. Oh, soll ich dich umbringen oder was? Ich bin Gott, vergiss es nicht. Okay, also brauche ich vielleicht noch mehr Tiere. Soll ich dir eine richtige Scheißtiere geben? Einfach mal ein Schwein oder so? Oder ein Fisch? Ich weiß auf jeden Fall, hier sind einige Tiere und da... Holy moly, Tiger! Ich chill hier einfach so neben dem Dings. Wollen wir uns dann Tiger mal zum Kannibalen ausbilden? Was ist das denn?
Ah, okay. Jetzt. Mann, für dieses seltene Tier gebe ich dir 2 Sklaven. Okay, wir wissen jetzt, wo Löwen und wo Tiger sind. Die chillen hier einfach so auf der Map, das ist gar kein Problem. Ich glaube, die fressen sogar Menschen, da muss man vorsichtig sein. Jetzt wird es dunkel, jetzt will ich aber erstmal wissen, wo ist meine Kreatur? Bist du in der Nähe von... Oh, ich hoffe, du schaffst es noch. Komm. Schnell wie möglich. Du kannst auch den Teleporter benutzen. Na, du findest schon einen Weg. Wo die Tiger sind, sollten wir uns merken, weil ich will gleich mal probieren, meinem Tiger einen Tiger zu verfüttern. Hier liegt noch einer. Ah, hier ist noch einer, der läuft. Den geben wir erstmal den hier. Der Quest fertig ist. Wieso habe ich die nicht einfach abgefackelt, oder? Mann, für dieses seltene Tier. Sklaventreiber und ich mache Handel mit denen. Egal. Vielleicht ist es ja sogar die ich mache Handel mit Sklaventreibern. Vielleicht ist es ja sogar die böse Art, diese Mission zu machen. Du hast die Sklaven befreit. Zum Dank beten sie dich an. Wir haben schon alle Tiere, die wir brauchen. Krasser Zirkus. Wir stellen in kürzester Zeit einen Zirkus auf die Beine. Ein cooler Wunderspender. Oh, das Wolfsrudel. Ja, das ist krass. Wenn du das auf dem Dorf machst, dann zerfetzen die Wölfe die ganzen Dorfbewohner. Das kannst du sogar deiner Kreatur beibringen. Bin ich sogar am Überlegen, ob ich das mache, aber das ist sehr unkontrollierbar. Stattdessen will ich mal gucken. Digga, du bist richtig behindert. Wieso gehst du denn nicht schlafen? Ah, egal. Scheiß auf dich. Uno Momento, hier kommt ein kleiner Cut. Ich möchte ganz kurz etwas zu trinken holen. So, wieder da. Sorry. Ja, Wolfsrudel. Oh, hier ist er auch noch. Wolfsrudel bin ich am überlegen, ob ich mir einen Wolf schnappe und den dann in diesen einen Kreis reinpacke. Ja? Niemand außer dir kann mir helfen. Mein Tempel hier ist nach jedem heftigen Regenguss überschwemmt. Das Bauwerk besteht aus mehreren Ringen, die auf diesen Säulen ruhen. Bitte, ich flehe dich an. Verlagere die Ringe am Strand auf die entfernteste Säule. Dort sind sie sicher. Doch der Tempel muss korrekt verlagert werden. Der Architekt hat alles auf diesem Schild erklärt. Okay. Sollte kein Problem sein. Mini-Rätsel. Wahrscheinlich stelle ich mich jetzt richtig doof an.
Bla bla bla. Ich kann nur einen Teil. So. Bist du schon verkackt? Hm. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Voll. Hm. So. 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 Oh, meine Streichholzgaleone! Geil. Nee, so schlecht bin ich in sowas nicht. Schlimmer finde ich diese Aufgaben mit den Melodien. Meine Uhrensammlung! Hm. Das sah doch ganz gut aus. Ich danke dir, Allmächtiger. Nie wieder nasse Füße. Als Dank für deine Hilfe beschwöre ich die positiven Kräfte des Tempels. Positiv? Ich bin doch ein böser Gott. Jedes Lebewesen, das sich dem Tempel nähert, wird geheilt werden. Der Vorteil ist, wir können erstmal unseren Glauben stärken und ich glaube, unser Tempel wird auch immer größer. Ja, guckt euch das mal an. Langsam ist das doch wirklich ein Tempel. Füllhorn. Hoch leben die Wikinger! Füllhorn. Hoch leben die Wikinger! Ja, natürlich kann man eine Kreaturnahrung erschaffen, das ist doch schon bekannt. Füllhorn. Hoch leben die Wikinger! Meine Güte, die machen ja aber auch viele Kinder, wa? Naja. Im Lagerhaus gibt es fast keine Nahrungsmittel mehr. Wo denn? Hier gibt's. Hier gibt's mehr als genug. Füllhorn! Hoch leben die Wikinger! Bekehrter Bauer. Ja. Bekehrter Bauer. Müssen die hier mal ein bisschen. Guck mal, kann ich nicht, wegen der einen Quest. Hier. Füllhorn. Hoch leben die Wikinger. Dein Volk hat einen Wunsch. Hier. Sei so freundlich und erfüllig. Wahrscheinlich, weil so viele hier leben. Da können wir ein bisschen nachhelfen. Nehmen wir mal eine fette Menge. Füllhorn. Hoch leben die Wikinger! Regen des Lebens. Hoch leben die Wikinger! Hier wächst nichts. Naja, holen wir noch ein bisschen Fisch. Hört er auf. So, das sollte jetzt erstmal reichen. Das machen wir noch einmal so. Füllhorn. Hoch leben die Wikinger! So, und wie sieht's bei denen aus? Bei denen sieht's Bombe aus. Die können ein bisschen was abgeben. Strukturelemente. Als Bezahlung bekommen Hoch sie leben ein die bisschen Wikinger. Holz. So, jetzt kümmern wir uns mal weiter. Wölfe. Ihr sollt hier nicht drum rumtanzen, seid ihr denn bescheuert?
hier sind doch Wölfe. Ich kann mich noch daran erinnern, dass irgendwo hier in der Nähe Wölfe waren, wo die Quest war. Guck mal, hier liegen Muscheln. Lol. Das sind sie, das sind die Wölfe, die ich meinte. Und die sind alle am Schlafen. Okay. Bevor ich die aufhebe, mache ich Folgendes. Das soll brennen, hat er gesagt. Oder sie. Dann brauche ich einen Wolf. Hoffentlich brennt der nicht. Rüstung des Glaubens. So. Nee, so nicht. Rüstung des Glaubens. Ah, genau, so. Klingt vielversprechend. Ich bin gespannt, wie unser Lohn aussieht. Schau mal, ein Zebra. Was zum Teufel sollen wir damit? Wenn du ein Zebra willst, beschwöre deine Kreatur und klicke auf das Zebra. Ja, ja, aber willst du wirklich ein Zebra? Nein, wir wollen kein Zebra. Ja, so kann man halt Kreaturen tauschen. Es gibt halt mehrere Kreaturen, wie schon gesagt. Ich find's lustig, dass... Meine Güte, ist das Tier nervig. Ich find's lustig, dass das Ding brennt, ja. Stand direkt da. Ja, wir haben es geschafft. Tauschen möchte ich aber nicht, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Hier gibt es noch eine Quest. Ich will meinen Tiger behalten. Sei gegrüßt, Allmächtiger. Als ja, das Zeichen bin ich. Unserer Dankbarkeit haben wir ein Geschenk für dich. Unser Stamm pflegt uralte spirituelle Bräuche. Oh, ich weiß, was das ist. Legt man jemanden auf diesen Altar, nährt seine Lebensenergie unsere Gebete. Als Zeichen meines Glaubens übergebe ich nun meinen erstgeborenen Sohn dem Altar. Habt ihr den Film Apokalypto gesehen? Das sind die Azteken. Nun haben wir die Möglichkeit, den Sohn oder die Eltern zu opfern auf dieser Opferschale, zu der die beten, kriegen wir unglaublich viel Mana. Oder wir haben die Möglichkeit, Pflanzen zu opfern, die natürlich nicht so viel bringen. Aber da ich schon gesagt habe, ich bin ein böser Gott und die erste Mission habe ich jetzt relativ gut gemacht, einfach damit die Leute an mich erstmal glauben, damit mein Glaube verbreitet wird in der Welt. Glaube ich, wird das jetzt langsam Zeit, Menschen zu opfern und wirklich die schwarze Seite von Black and White zu zeigen. Na, wenn das kein schönes Glaubensbekenntnis ist. Menschenopfer sind schändlich. Warum opfert er nicht eine Pflanze? Wir opfern natürlich das Kind. Durch dieses große Opfer wird enorme Gebetskraft freigesetzt. Hervorragend! Ich wusste, dass dieses Opfer große Energien freisetzen würde. Ah, so ist das. Man sieht auch schon, nee, man sieht's noch nicht. Noch sind wir gut. Füllhorn. Das war jetzt aber beispielsweise mal eine böse Entscheidung. Füllhorn. Hoch leben die Wikinger! Naja. Gesundheit. Gesundheit. Was machst du da schon wieder? Willst du mal wieder groß werden? Hey,
gießt dich selber, okay. Du bist keine Pflanze. So fällt er doch schon ein bisschen mehr auf, oder? Bum, bum, bum. Unser Kleiner. Bin stolz auf ihn. So, guck mal hier. Gibt's noch was zu erledigen. Moment mal. Was zum Teufel soll das? Unerhört. Der Kerl betet ein Götzenbild an. Bestraf ihn. Am Ende gründet er noch eine eigene Religion. Wir sollten den Götzen wirklich entfernen. Ja, und die Menschen gleich mit. Undankbares Pack. Jetzt haben wir die Möglichkeit, entweder den Götzen zu zerstören oder ihn zu töten. Wir können auch beides machen. Der Götze muss sowieso zerstört werden. Das ist Pflicht, weil ich bin der einzige Gott hier in dieser Welt. Aber wenn er sieht, dass ich ihn zerstöre, vielleicht wird er mein Anhänger. Wir brauchen Macht, wir brauchen Glauben. Das ist ganz wichtig in der Welt von Black and White. Dementsprechend werde ich ihn sogar am Leben halten. Weil wenn du Menschen tötest und niemand sieht es, kann auch niemand darüber erzählen. Ein Stein. Ein Bäumchen. Vielleicht noch ein Bäumchen. Dass es ordentlich Zunder gibt. Den bringen wir erstmal in Sicherheit. Flammensphäre. 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 Hier, schau es dir an.